Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Nintendo Switch Sports, heute mit Bowling. Ja, ich habe hier einen Cut gemacht, weil das höchstwahrscheinlich ein bisschen dauern wird. Bowling hat immer sehr viele Runden und mit 16 Leuten kann das was werden. Außer es werfen alle gleichzeitig. Man sieht auf jeden Fall sehr viele Emotes. Boah, richtig viele Leute. Ey, da könnte man daraus ja lokal mal so eine richtige Party machen. Okay. Ich war immer ganz scheiße darin. Sag ich doch. Also es werfen alle gleichzeitig, das ist schon mal gut. Ich habe nicht mal einen Split geschafft, also ein Spare. Komm, Haley, ich glaube an dich. Bei American Dad bringst du es zwar nie, aber trotzdem. Die perfekte Haley hat ins Loch geworfen. Okay. Ich habe hier einfach nicht genügend Platz. Ich habe etwas getroffen. Jetzt nehmen den letzten auch noch mit, Mann. Ey, ich bin so scheiße im Bowling. Ich konnte noch nie bowlen und ich werde es auch nie. Aber wir spielen es ja für den Fun-Faktor. Ich gewinne nicht, das... Warte mal. Doch, ich bin gerade auf dem ersten. Die anderen sind noch schlechter als ich. Wie ist das? Ich habe mein Mikrofonkabel rausgerissen. Es tut mir leid. Ich versuche das schon extra mit dem Bein so ein bisschen runterzuhalten. Ich habe bisher nicht einmal einen Strike oder einen Spare gehabt. Ich kann nur weinen. Aber wenigstens bin ich nicht der Schlechteste auf diesem Planeten. Es gibt noch schlechtere. Ich glaube, hier hat keiner bisher den Bogen raus, wie man beim Bowling werfen muss. Oh! Alle unter irgendeinem Grad fliegen raus, oder wie? Ja, ich glaube, jetzt sind es nur noch 8. Die besten 5 von 8 kommen weiter. Okay. Das ist ein Ausscheidungssystem. Komm! Perfekt. Ich hab einen Spear! Na endlich! Hat ja lange gedauert, bis ich mal einen Spear geworfen habe. Ich bin so froh, dass ich nicht der Schlechteste auf diesem Planeten bin. Also wenn ich gewinne, obwohl ich so scheiße bin. Ich lache mich nach der Aufnahme noch kaputt. Aber interessant, dass es hier jetzt so ein Turniersystem gibt. Komm! Ich bin dafür mal kurz aufgestanden. Ich mache das hier nämlich gerade eigentlich im Sitzen. Ich habe einen Strike! Ich habe einen Strike geworfen! Alter, ich habe sowas von gewonnen. Ich habe es endlich rausgefunden. Man muss auf jeden Fall... Also klar, das weiß jeder. Man muss irgendwo mittig werfen. Aber ich war mir nicht sicher, von wo aus. Früher bei Sports konnte man so ein bisschen anschneiden. Okay, ich habe meine Ecke gefunden. Und noch ein Strike! Alter, ich habe sowas von gewonnen.
Die können mich gar nicht mehr einholen. Ich habe 77 Punkte. Außer ich pfeife jetzt komplett rein. Aber dieses Turniersystem, das gefällt mir. Man sieht sogar, wer in der Gefahr ist, rauszufliegen. Ja, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich komme wahrscheinlich auch durchs Halbfinale. Aber schön, ich habe jetzt meinen Wurf rausgefunden, wie ich es machen muss. So, ungefähr hier muss man werfen. Und dann hat man einen Strike. Ich hab's einfach rausgefunden. Die würden wahrscheinlich am liebsten zugucken, wie ich dieses scheiß Strike werfe. Kann man eigentlich durchswitchen irgendwie? Nee. Warum habe ich eigentlich nicht hier, dass ich die Seitentasten drücke, statt der obere? Also ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich ausfliege. Ich habe eigentlich schon gewonnen. Und das, obwohl ich so reingepfiffen habe. So, da ungefähr. Komm. Ey, ich bin King. 4 Strikes in einer Serie. Dafür gibt es auch hinterher bestimmt einen Bonus. Also ich habe safe gewonnen. Selbst wenn die jetzt noch alles nur noch Strikes werfen, habe ich trotzdem gewonnen. Und ich habe ja 4 in einer Serie geworfen. Wenn ich jetzt noch einen Strike werfe, dann ist endgültig vorbei. Ah, diesmal war es kein Strike. Schade. Komm. Ah, komplett vorbei. Aber im Ernst, mit einem Wurf 100 Punkte holen, das geht nicht. Also diesmal habe ich komplett reingeschissen. Aber es gibt immer jemanden, der schlecht ist. Junge, das ist doch so gemein. Ich hab doch eigentlich schon gewonnen. Ich hab 100 Punkte mehr als die anderen. Zeit fürs Finale, ja! Komm, jetzt mal ja endgültig fertig. Im Übrigen, ich versetze das Mikrofon mal ein bisschen. Ich hoffe, dass es mich dann besser erkennt. Weil ich sitze halt nicht wie normalerweise hier. Das müsst ihr halt bedenken. Kann ich die Kugel eigentlich auch irgendwie früher nach hinten werfen? Nee. Ah, einen Pin. Ja, Finale habe ich doch 100 pro gewonnen. Wir hätten die erst noch aufholen sollen. Ah, wer weiß, dass ich letztes Mal einen Cut gemacht habe. Yeah! 169, neuer Rekord beim Bowling. Ohne das Kabel, was ich die ganze Zeit versuche, nicht zu treffen, hätte ich wahrscheinlich sogar noch besser gemacht. Der Dreifache Strike-Bonus, um Gottes Willen. Oh, viele neue Sachen, die ich wahrscheinlich alle nicht nutzen werde. Also hier kann man sehen, was man so mit den Levels so freischaltet. Ich werde wahrscheinlich auch noch die anderen Sachen hier versuchen freizuschalten. Ich habe den offiziellen blauen Volleyball. So, jetzt kann ich hier, weil ich es mir freigeschaltet habe, den Volleyball zum blauen Volleyball umändern. Passt sogar, weil ich ja
Blau so gesehen als meine Kanalfarbe habe. So, Bowling hat lang genug gedauert. Ich versuche extra diese Sportvideos kurz zu halten. Beim nächsten Mal gibt's Tennis und Shambara und eventuell sogar noch Fußball. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!